Hallo Leute und willkommen zum vierten Part, die Flucht. Dann labern wir nicht lange und legen los. Oh mein Gott, wie kann das sein? Wie kann sie einen Fohlen kriegen? Ja, wie kann das sein? Wir müssen ganz schnell zum Tierarzt. Ja, oh mein Frank, Gott. Frank, Frank! Ja, was ist denn? Nicht so hässlich. Atme mal ein und aus. Was ist denn jetzt los? Tara hat einen Fohlen bekommen! Was? Oh mein Gott, ich mache ganz schnell das Auto bereit und dann gehen wir auch gleich zum Tierarzt. Okay? Okay, danke. Gut, bring jetzt Tara schnell rein, weil wir müssen, haben keine so viel Zeit. Ja, okay, wir bringen sie rein. Ey, Anni, du kannst leider nicht mit. Hä, warum denn? Bitte. Nein, tut mir leid. Wir brauchen noch eine, die auf dem Hof aufpasst, so früh. Okay, mache ich. Okay, danke. Wir fahren jetzt auch los. Bitte sei nicht so traurig. Okay, hoffentlich geht's Tara dann gut mit ihrem Fohlen. Ja, na gut. Okay, dann geht's. Okay, danke. Bis später. Bis später. Komm, wir können losfahren. Okay, gut. Gut, wir sind jetzt angekommen. Bring jetzt am besten Tara raus. Okay, mache ich. Oh, Tara. Ich bringe dich dann jetzt mal schnell raus. Weil hoffentlich hat dein Fohlen keine so großen Probleme. Naja, okay. Da bringe ich dich jetzt raus. Okay, ich habe geguckt. Hier geht's gut. Okay. Okay, gut. Dann können sie auch wieder gehen. Hier geht's tipptopp. Und dann Fohlen auch. Da habe ich auch schon nachgeguckt. Okay. Ja, gut. Dann ciao. Ciao. So, dann gehe ich jetzt auch zu Frank und ja, erzähle ihm die Neuigkeiten. Okay, dann gehe ich jetzt zum Auto. Ey, Frank. Wir können jetzt gerne los. Oh, du bist sehr fröhlich, oder? Ja, ich bin nur ein bisschen aus der Puste. Warum denn? Weiß ich selber nicht. Okay, wir können jetzt auch losfahren, wenn du willst. Wie schon gesagt, ja. Okay, dann steig ein. Okay, dann können wir ja losfahren. Aha. Jetzt sein. Habe ich einen Fohlen bekommen? Wie? Naja. Dann warte ich einfach. Gut, dann packe ich schnell ein, okay? Okay. Gut, ich habe jetzt auch schon rausgeholt, dann kann ich jetzt auch Anni in die Box bringen. Ah, da steht ja Anni. Habe ich gar nicht gemerkt. Okay, dann bringe ich die beiden jetzt in die Box. Hi Anni. Oh, hi Amelie. Und wie geht's den beiden? Die Ärztin sagt, sie wären tippitoppi gesund. Okay, das ist ja super. Dann bringen sie erstmal in die Box, dann können wir ja weiterreden. Okay. Mache. Oh, ist so süß, wenn das Fohlen da liegt. Naja, dann gehe ich jetzt auch zu Anni. Hi Anni. Hi Amelie. Was sollen wir jetzt machen? Wir können ja irgendwo hin. Wo denn? Ich weiß nicht. Weiß ich, wo wir hin sollen. Wir können ja vielleicht mit Black ausreiten gehen. Oder ich zumindest. Und ich mit Max. Ja, gerne. Es ist doch heute echt kalt. Ich weiß, ich hätte auch nicht so arg Lust. Und warum bist du denn eigentlich kurzärmlich? Weiß ich auch nicht. Naja, okay, ist jetzt auch egal. Wollen wir? Ich weiß nicht. Wollen wir jetzt? Nee, ich habe keine Lust mehr. Hey, warum hast du auf einmal Lust und jetzt auf einmal nicht mehr?
Ich weiß nicht. Ich habe einfach gar keine Lust mehr. Okay. Gut, wir können ja jetzt nach Hause gehen. Ja, okay. Bis morgen. Bis morgen. Eigentlich mag ich es überhaupt nicht, dass man Fohlen geritten wird. Es muss ja eigentlich abhauen und eine Herde gründen. Naja. Ich muss hier weg. Oh mein Gott, diesmal haben sie es fast offen. Oh mein Gott. Wieso kann ich abhauen? Ohne, dass ich was kaputt mache. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Warte, Schatz, ich komme noch zu dir. Das ist hier ein bisschen dreckig, aber egal. Na komm. Du kannst stehen, ich habe das mit dir gelernt. Oh, süßer. Okay, dann gehen wir jetzt los. Komm, Schatz. Schatz, warte. Wir gehen jetzt am besten los. Na komm. Schatz. Oh, Mama. Kalt. Ich weiß, dass es kalt ist, aber wir können nichts anderes machen, Schatz. Außer wieder zurückzugehen. Schatz, nein. Schatz. Mama, nach Hause. Schatz, nein, wir gehen nicht nach Hause. Schatz. Wir gehen jetzt, okay? Und sieh mal einer an. Ein Wolf?